Ja, ich möchte auch nochmal auf dieses Experiment zu sprechen kommen. Ich denke, es war eben, es hat durchaus seine Ambivalenzen, aber es ist wirklich auch spannend, wie darauf reagiert wird. Ich würde sagen, wenn jetzt die Zuhörerin oder sagt, ja, wir haben wieder unsere weißen privilegierten Positionen, da sage ich ja, nein, welches wir? In diesem Wir habe ich wieder keinen Platz. Also ich würde sagen, dieses Sprechen von wir privilegierte Weiße, diese Floskel, ist in dem Sinn, also sehr problematisch, auch weil hier gibt es so viele verschiedene, also im ersten Sinne gibt es sehr unterschiedliche Positionierungen. Spannend wäre es, das nochmal zu machen, indem man sich auch positioniert. Das mal das eine. Das andere ist, natürlich wäre es spannender, wenn man sich positionieren muss und es macht und die Gruppe, die hier ist, vielfältiger oder unterschiedlicher wäre. Da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Okay, wer zum Beispiel, wen erreicht zum Beispiel Denknetz? Wer liest den Tagesanzeiger? Was ist der öffentliche Raum? Wo sind die anderen Öffentlichkeiten? Also die Arbeit, in der ich involviert bin, eben zum Beispiel in meinem rassismuskritischen Humorfestival oder so, geht es darum, genau andere Öffentlichkeiten auch zu schaffen. Und dort und eigentlich auch hier ist das Fantasieren wiederum sehr interessant. Ich würde da sagen, so wie du es formuliert hast, würde ich zustimmen. In diesem ganz hegemonialen Sinne ist das Fantasieren natürlich und das Nicht-Begegnen und sich austauschen und exponieren natürlich extrem problematisch. Aber ansonsten ist natürlich die soziale Fantasie, gerade um sich aus einem Herrschaftsverhältnis herauszubewegen, sehr wichtig. Also in dem Sinn, das Fabulieren als Prozess finde ich sehr wichtig. Aber eben, wenn wir sagen, der öffentliche Raum ist schon segregiert, dann ist das das Problem. Und mein Anliegen, also wäre da wirklich nochmal zu sagen, das Problem, also diese Art von Identitätspolitik oder von Kritik, die sich vor allem dann über Kritik an Stereotypisierungen definiert, ist in dem Sinn problematisch oder die das Ganze als moralisches Projekt ansieht. Und damit meine ich, ich möchte ein besserer Mensch werden, oder? Deswegen möchte ich es anders machen. Das ist ein sehr wichtiges Momentum, aber das zurückzukoppeln an die Strukturen, das ist wichtig. Oder warum sind gewisse Leute in einem öffentlichen Raum und warum nicht? Und das heißt, man muss auf beiden Ebenen gleichzeitig spielen, weil sonst wird man auch ausgespielt. Oder wenn man natürlich sagt, okay, es gibt rassistischen Humor, und dann, so wie ich das zum Beispiel, oder ganz viele Leute dann irgendwie machen, oder eben auch Eddie das macht als Comedian of Color, dann heißt es dann ganz schnell, hey, aber das sind doch nicht die wirklichen Probleme. Die institutionelle Diskriminierung, das sind die wichtigen Probleme. Das zusammenzudenken, das ist wichtig. Und sich zurückzuziehen auf die Frage, eben das als moralische Frage, insbesondere aus einer Position von, was im angelsächsischen Raum heißt, White Guilt. Eben die Auseinandersetzung mit Privilegien, ja, aber nicht kasteien, sondern fragen, wie kann ich das aktiv erstens analysieren und zweitens in Allianzen eintreten, wo ich etwas mache. Das ist spannend.